Hallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS19, machen Modvorstellung von der Konsole. Und ja, es gibt was Neues. Ein Träger. Und zwar sieht es aus wie der 1050 von Fendt. Aber es steht ja Challenger drauf und er ist gelb. Aber ihr habt recht, das ist eigentlich der 1050. Wir schauen uns den mal im Shop an. So, finden wir unter Großtraktoren. Ganz hinten sind immer die Mods. So, und da steht Fendt 1000 Vario für 329.000. Was kosten der eigentlich? Kostet eigentlich genauso wie der Original. So, sieht auch genauso aus. Und wenn wir jetzt da reingehen, haben wir da verschiedene Option, was wir da wählen können. Wir können die ganzen Farben uns aussuchen. Hauptfarbe zum Beispiel können wir da sagen, wir wollen schwarz. Designfarbe können wir sagen, wir wollen da schwarz. Und schon haben wir einen schwarzen Fendt. Da können wir auch noch sagen, die Felgen haben wir auch schwarz. Dann sieht das ganze Ding so aus. Wir können aber hier noch wählen. Was wir da gerne hätten. Jetzt haben wir da ein ganz anderes Dach. Fendt Jens Forst. Dach vielleicht. So, dann haben wir Fendt Challenger. Dann ist es gelb. Oder der Vario 1000. Dann ist es weiß. Also, ja, wie man will. So, dann haben wir Räder ist eigentlich Standard, was wir da so haben. Auch Michelin gibt es in verschiedenen Ausführungen mit Radgewichte und Breitreifen und Radgewichten und Breitreifen und Zwillingsbereifung und so weiter. So, da gibt es auch einen großen Motor dazu. Einfach, was sich hier ein bisschen geändert hat, ist eigentlich die Farbe. Was wir da wählen können. Und wenn wir da schauen, coole Sache. So, wir fahren mal eine Runde. Wir fahren mal mit den Gelben. Wird sich da natürlich auch nicht viel außer die Farbe hat sich da, was wir da wählen können, hat sich da nicht viel getan. Finde ich aber ganz cool. Wir können da ein bisschen selber experimentieren und uns das aussuchen. Das Ding fährt immer noch 63. Innen drin hat sich jetzt hier zum Beispiel auf dem Lenkrad hat sich das Logo geändert, weil wir jetzt halt einen Challenger haben und kein Fendt quasi. Das gehört ja auch quasi wie zusammen. Wenn wir nämlich im Shop schauen, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sieht. Hier haben wir zum Beispiel den Challenger MT700 und hier haben wir den Fendt 900 Vario MT. Also das ist ja quasi identisch. Und so ist es jetzt eigentlich hier mit dem Teil auch. Ist derselbe Hersteller oder wird unter denselben Hersteller produziert. Der Name ist einfach anders. So, wenn ich Blödsinn erzähle, schreibt es doch in den Kommentaren, aber ich bin der Meinung, die haben sich zusammengeschlossen und sowas gemeinsam gemacht. Jo, so sieht das aus. Hier haben wir ja noch unser Werkstatttool. Können wir da wieder rein konfigurieren. Und was ich natürlich cool finde, damit wir den Orange machen können. Orange sind ja meistens die Kommunalgeräte, also die, was die Gemeinde eigentlich fährt. So.
Ah, hier ist dann noch zum Beispiel, haben wir da noch andere Lichter und wir haben noch da so Warntafeln dran. So, jetzt habe ich einen Kommunaltraktor und kann damit Winterdienst machen. Alles klar. Ich würde sagen, das wäre es. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.